Habe ich verstanden. Muss ich mir mal merken. Wer bist du jetzt? Schutzschildkröte. Okay. Da wäre schon irgendwie so ein Typ, der gerade nur zugucken muss. Ey, guck mal, cool, die kloppen sich. So, und den haben wir jetzt auch erledigt. Der Bereich scheint sauber zu sein. Gute Arbeit. Einsatzkommission Ende und aus. Hä? Habt ihr mir nicht versprochen, dass hier irgendwo noch Schiffe kommen? Die haben mich angelogen, die Penner. Was war denn das? Ah, dann fliegen wir halt eben erstmal dorthin nach Norfolk Shipyard nach Fort Bush. Ja. Ich muss mal kurz auf den Navigator gucken, wo ich denn überhaupt hin muss. Fort Bush ist dort. Newark Station. Ich hoffe mal, das ist jetzt auch die. Ne, das ist Richtung. Ist das Richtung Fort Bush? Ja, das ist richtig. Ist die richtige Richtung. Dann docken wir hier mal an und fliegen dann Richtung Fort Bush. Bush. Oh, cool. Dass das so ein dynamisches Universum ist, das finde ich richtig cool, ne? Dass hier einfach so Patrouillen langfliegen, Transporter. Ich könnte mich bestimmt auch. Oh, das war knapp. Was wäre, wenn die mich jetzt erwischt hätten? Ich kann mich hier auch bestimmt als Pirat versuchen. Aber ich glaube, das mache ich hier besser nicht. Wenn die hier eigentlich noch. Wenn ich für die arbeite, dann lasse ich das mal lieber, als Pirat mich hier zu versuchen. Einmal mal einschießen. So, dann wollen wir mal zum Planet Pittsburgh. Das hier ist Fort Bush. Oh, Moment. Ich kann auch einfach mal bei Fort Bush andocken. Wir sind zurzeit belegt. Freigabe wird erteilt, sobald etwas frei ist. Freelancer Alpha 1-1. Sie dürfen jetzt zum Dock. Dankeschön, dass ich jetzt endlich doch zum Dock komme. Vor allem gut zu wissen, dass meine Kennung Freelancer Alpha 1 ist. Das ist gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. Mal gucken, ob hier Fort Bush uns auch irgendwelche Missionen anbietet. Es geht ja darum, dass wir möglichst schnell möglichst viel Geld kriegen. Uns fehlen. Ich weiß gar nicht, wie viel uns jetzt noch fehlen. Ich glaube irgendwie noch so 2000 circa. Liberty Polizei, Omega 9-2. Sie dürfen jetzt zum Dock. Ich finde das mit den Funksprüchen einfach so cool. Oh, ich reparieren. Ja, wir reparieren gerne etwas. Drail. Reparieren. So, dann mal ins Ausrüstungsdock. Mal gucken, was wir denn jetzt hier für Sachen haben. Drail, Klasse 3 Waffe. 600 Meter, 750 Meter pro Sekunde, 8,3 Schuss. Das ist. Oh, nett. Da kann ich die hier ja eigentlich mal ausbauen. Stattdessen die Drail einbauen. Das bauen wir aus. So, dann bauen wir das wieder ein. Und die Drail einbauen. Genau. Dadurch haben wir unsere Sachen nochmal verbessert. Gut. 4 Javelin-Raketen, die können alle verkauft werden. Da haben wir nichts übrig. Da haben wir auch nichts übrig. Die Justice 1 können wir auch verkaufen. Brauchen wir nicht. Top. Dann kann ich jetzt erstmal hier wieder Zeug verkaufen beim Warenhändler, weil wir haben ja schon einiges wieder im Frachtraum rum, wie ich gesehen habe. Food Rations. Gelbes Symbol. Durchschnittlicher Verkaufspreis für diese Basis. Schlechter Verkaufspreis. Durchschnittlicher Kaufpreis, guter Kaufpreis. Ach so, wir könnten ja auch handeln. Ich sehe schon. Ah, okay. Okay, aber ja, dann verkaufen wir das hier erstmal. Darum geht es jetzt erstmal nicht, dass wir hier möglichst Gewinn machen. Wir sind keine Händler, wir wollen das Zeug hier ja nur loswerden. Jetzt habe ich natürlich gerade vergessen nachzugucken, was sie hier überhaupt für Waffen anbieten zum Verkaufen. Lava Blade. Lava Blade 3. Justice 3. Lava Blade. Das ist, 600 Meter pro Sekunde, 500 Meter pro Sekunde. Das hier wäre zum Beispiel schon ein Unterschied, damit eine unterschiedliche Reichweite und unterschiedlich schnelles Ankommen. Das wäre schon mal blöd. Schussrate 2,0. Dafür war, es ist natürlich blöd, dass hier keine DPS-Angaben angegeben sind, sondern nur immer Rumpfschaden pro Schuss. Das muss ich mal alles selber ausrechnen. Na toll. Dann schauen wir mal hier in die Bar, ob wir hier irgendwas kriegen. Na, wer bist du? Okay. Oh, Info? Hi, suchen Sie was? Klar, immer. Irgendwas da für mich?
Hab sie hier noch nie gesehen. Neu hier? Ja. Da könnten Sie Glück haben. Vielleicht habe ich genau das Richtige, Mr. Nennen Sie mich Trent. Ich arbeite für Synthfoods. Wir kontrollieren diesen Ort eigentlich nicht, aber wir haben eine Art Abkommen mit den Betreibern. Ach ja, ich habe da vielleicht ein paar Infos für Sie. Nur zu. I'll upload all of the info on Planet Denver into your neural net for 1200 credits. Ja, das ist das, was ich meinte mit diesem Patch. Ja, also er lädt mir alle Informationen über den Planeten Denver für 1200 credits hoch. Nein. Nein, tut mir leid. Das ist mir zu heftig. Gute Reise, Mr. Trent. Das ist wahrscheinlich, das ist halt, wenn ich es richtig verstanden habe, können wir auf unserer Karte hier nur Orte sehen, in denen wir schon waren. Und so wie es jetzt gerade vorkommt, kann ich halt eben auch Informationen über andere Orte kaufen. Oh, ein Dollarsymbol, was bringt das? Brauchen Sie was? Haben Sie was für mich? Erster Besuch, was? Ja. Ich arbeite für Cryer Pharmaceuticals. Wir kontrollieren diesen Ort eigentlich nicht, aber wir haben eine Art Abkommen mit den Betreibern. So wie die anderen. Für einen kleinen Obolus könnte man ihren Ruf aufpolieren. Nur zu. Für eine kleine Spende von 57.000 Credits könnte ich ein gutes Wort für Sie beim Rest von Cryer Pharmaceuticals einlegen. Sie sollten aber wissen, dass Gruppen wie die Ausgestoßenen, die Liberty Rogues und die Korsaren diese kleine Transaktion eher missbilligen könnten. Wie sieht's aus? Alter, nein. Keine Chance. Sorry, bin nicht interessiert. Gute Reise, Mr. Trent. Ja, wo soll ich denn bitte die Kohle herkriegen? Bist du total bescheuert? Guck mal hier direkt mal unsere Aufträge an. Schwierigkeitsgrad 1. 2150. Nach tagelang Verhören hat endlich ein Vöglein darüber gesungen, wo sich David Page aufhält. Wir suchen ihn seit einer Ewigkeit. Wir sind jetzt ziemlich sicher, dass er sich in dem Pittsburgh-Schutzfeld versteckt hält. Sie sollen ihn dort aufspüren, sein Schiff zerstören und die Rettungskapsel bergen. Wenn sie ihn haben, begeben sie sich zum Bestimmungsort, Fort Bush. Dort übernehmen wir die Ware. Gut, dann machen wir mal hier so ein bisschen Kopfgeldjagd. Holen uns den Typen doch. Ja, den finden wir doch direkt. Ja, werde ich nicht brauchen, sondern werde ich einfach so machen. Guck mal, sieht das farblich aus, als ob eine andere Waffe haben. Dort finden Sie weitere Anweisungen. Also ich will jetzt endlich wissen, ob dieser, wenn ich das direkt anfliege, ob der Hindernissen automatisch ausweicht oder ob er einfach stumpf dagegen fliegt. Bisher sind wir einfach so durchgekommen, weil nichts da war. Ja, dann darf er jetzt zum Dock 2. Schön für ihn. Ah, okay, was bist du? Rogue. Wookie, Brian, irgendwer. Konnte ich jetzt nicht schnell genug lesen. Die treiben sich hier aber auch ziemlich viel rum, die Rogues. Na gut, es ist anscheinend deren Schuttfeld hier. Haben wir eben hier auf der Karte gesehen, auf der Patrouillenkarte, dass wir hier, genau, hier sind ja die ganzen Patrouillenwege der Feinde. Na, weichst du jetzt aus? Ja, er weicht aus. Ha, gut zu wissen. Da kann man sich natürlich vieles an Arbeit sparen, wenn man einfach direkt anfliegt. Wie wir sehen, ist Ihr Peter Duckworth. Kämpfen Sie weiter, bis wir es wiederfinden. Sie kommen niemals zu unserem Anführer. Ach, das wollen wir doch mal sehen. Nein, in der Zwischenzeit habe ich schon recht gute Waffen, um euch recht schnell hier einfach aus dem All zu pusten. Also, na, mal gucken. So, einer weniger. Das ging ja schnell. Hält sie auch nicht lange aus. Angriff ist die beste Verteidigung. Ich gehe gar nicht schnell noch platt machen, bevor sie mir überhaupt Schaden zufügen. Ist doch besser als besten Schild. Bumm! Sie sind kein Gegner für mich. Wo ist er denn? Da kommt er. David Page. Muss ich jetzt hier auch einfach mal aus deinem Schiff raus. Erster Anflug und dein Schild ist bitte weg. Kannst du mal sehen, was hier auf dich wartet. Ja? Und das war's. Gut. Sammeln wir den Typen mal ein. Machen wir den anderen noch platt. Der uns ja auch in Ruhe lässt. Netter Versuch. Ich muss, glaube ich, aber mal die
Ja, ich hab's verstanden. Ich muss jetzt hier erstmal den Typen platt machen. Ich lasse ihn hier garantiert nicht davon kommen, dass er noch seinen Freunden erzählen kann. Ey, der war das. Die sitzen wieder alle hinter mir her. Ich keine Lust drauf. Einmal andocken. So, gucken wir doch mal in dieser Inventar, was wir denn hier haben. Keine Waffe. Ein paar Javelin-Raketen. Oh, eine Rettungskapsel. Zweimal Kupfer. Naja, anscheinend so gut ausweichen kann er nicht, dass wir zumindest ab und zu noch mal irgendwas rammen. Aber macht es auf jeden Fall einfach. Ich brauche mich jetzt hier um nichts kümmern. Ich kann jetzt hier die Hände in die Luft nehmen und sagen, wenn es passiert, nichts. Ich dock halt an. Was ist das? Medium Wide. Okay. Aber egal, wir fliegen jetzt erstmal vor Busch, bringen unseren Gefangenen zurück und kassieren dafür unsere Belohnung. Was fehlt uns denn? Also, wir haben noch genug. Bin ich bekloppt? Wir haben noch genug. Ach, weil wir noch eine Mission haben. Okay. Junkers? Die Schrottis. Die Schrottis sind eine reisendes Volk unbekannten Ursprungs, das Schuttfeldanlagen und sonstigen Schrottis voraussetzt, der umfunktioniert oder verkauft werden kann. Bounty Hunter Guild, Republic Shipping, Kishiru Technologies, Rheinland Military, oh, Feinde, Bunshu, Rote Hessen, Unionisten, LWG, KGS ausgestoßen und Korsaren. Bunshu? Optus Spark Crews. Ja, das mit dem Ansehensystem ist auch lustig. Es gibt doch schon, doch, einige lustige Fraktionen hier. Bunshu, die kenne ich noch damals aus dem Geschichtsunterricht. Aber anscheinend haben sie es sogar in die Zukunft geschafft. Oder zumindest in den Sirius-Sektor. Ja, schön, Liberty Polizei. Ist mir egal. So, jetzt reparieren wir hier erstmal. Die Stufe reparieren wir. Danke. Sie haben Stufe 3 erreicht. Huhu. Einsatzergebnis, Erfolg. Juni in der Bar auf Manhattan treffen. Ja, dann machen wir das doch mal. Und bewegen uns direkt mal auf nach Manhattan. Ah, nee. Ach, kann ich jetzt nicht mehr abbrechen. Okay, dann verkaufen wir uns. Ich habe einen neuen Auftrag für Sie. Interessiert? Wir treffen uns auf Manhattan. King und ich erwarten Sie in der Bar. Okay. Bin ja schon auf dem Weg nach Manhattan. So, dann docken wir mal ab. Ja, gut. Das Kupfer, was wir da haben, das verkaufe ich dann halt auf Manhattan. Planet Manhattan. Oh, das ist wenigstens mal ein vernünftiger Planet, der auch noch ein bisschen Leben aussieht. Nicht so wie Pittsburgh. Das ist nicht gerade wenig weit weg. 30.000 Kilometer. Wobei das wahrscheinlich auch nicht ganz richtig ist. Das sind wahrscheinlich keine Kilometerangaben. Das ist wahrscheinlich irgendeine andere Angabe. Was auch immer das sein soll. Da ist der Andockring, dann docken wir doch mal an. Was haben wir hier? Also das ist die New Ark Station. Das ist das Mr. Trenton Outpost. DSI, die, ach so, Deep Space Engineering. Ja, okay. Ensign Adam Larson. Ja, waren die Penner hier schneller. Doof. Ja, hast du verstanden, ne? Hast du verstanden? Ja, dich meine ich. Bum, bum, bum. Ich glaube, ich schieße lieber nicht zu häufig, ansonsten kommen dann gleich die, hier die Türme, da hier die, und die beschießen mich dann. Da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Liberty. Das ist doch garantiert das Schlafschiff da hinten, da wo das Liberty dran steht. Das sieht aus wie das Schlafschiff, das ist das garantiert. Juni in der Bar auf Manhattan treffen. Ja, da ich gucke gerade auf die Uhr. Ich muss mir langsam mal was zu essen machen. Ich habe heute noch nichts gegessen, wird langsam mal Zeit. Daher werde ich die Aufnahme jetzt hier beenden. Ich kann doch jetzt hier bestimmt speichern. Spiel speichern.
Beschreibung. Wie nennen wir es denn? Jetzt muss ich natürlich... Das ist natürlich blöd. A? Was bringt das denn? Nichts. Gut, dann nennen wir das jetzt einfach mal Let's Play. So, dann haben wir da... So, Let's Play. Super. Haben wir da unsere Sicherung. Und was Juni uns für einen Auftrag gibt und wie die ganze Story weitergeht, das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Und bis dahin, fly safe. Kann ich jetzt sogar den Spruch aus EVE Online übernehmen.